Hallo, hallo. Mein Name ist Yael. Herzlich willkommen in meinem Plenty Sanctuary. Ja, ich habe bei meinem Umzug gemerkt, dass ich dringend ein paar von meinen Pflanzen umtopfen muss. Außerdem habe ich jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen mit Fragen zu meiner neuen Wohnung, zu meiner aktuellen Situation. Deswegen dachte ich, mache ich heute so ein kleines Umtopf-Q&A-Talky-Video. Und wir kombinieren das alles ein bisschen. Ja, ich habe jetzt so meine Umtopfkandidaten erstmal rausgesucht. Tatsächlich sind das nicht alle. Ich werde danach noch ein bisschen weiter umtopfen. Aber wir wollen das Video ja heute hier jetzt auch nicht sprengen. Wie immer habe ich meine Plane dabei. Und ja, Erde, Rangstäbe, ganz viele Töpfe. Also ich bringe immer einfach alles, was ich habe, zusammen. Und gucke dann, was ich brauche. Ja, außerdem habe ich eine Schale für alte Erde, weil ich sehr viel von der Erde heute auch wegschmeißen werde. Ihr werdet sehen, zum Beispiel habe ich hier meine Hoya Canosa Crinkle Variegata. Mit der fangen wir nämlich auch gleich an. Und die steht in Sphagnummoos. Das ist sehr ausgetrocknet. Also ich habe jetzt schon so oft versucht, das wieder zu beleben durch sehr häufiges Wässern, aber das ist einfach komplett ausgetrocknet. Die Pflanze steht jetzt auch schon fast ein Jahr in diesem Substrat, deswegen tausche ich das heute zum Beispiel einfach mal aus. Und ja, wie gesagt, wir haben einiges vor heute, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie immer benutze ich heute meine Blumenerde von plants.com. Das ist für mich einfach die beste. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Und tatsächlich auch das Sphagnummoos von plants.com. Bei Sphagnummoos finde ich, gibt es sehr viele gute, aber ich habe jetzt gerade das da, deswegen benutze ich das. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also wie gesagt, wir fangen an mit meiner Hoya Canosa Crinkle Variegata. Ich liebe die Pflanze auch über alles. Sie hat definitiv heute einen kleinen Spa-Day verdient. Wie man sieht, ich kann sie auch einfach so rausnehmen. Also sie ist definitiv sehr ausgetrocknet. Wir fangen auch gleich mal an mit einer Frage. Und zwar, ganz viele von euch wollten wissen, ob ich noch in Hamburg wohne. Und ja, auf jeden Fall. Ich werde immer ein Hamburger Mädchen bleiben und ich habe erstmal nicht vor, hier wegzuziehen. Ich bin tatsächlich sogar im selben Stadtviertel geblieben, weil ich es hier einfach sehr liebe und es eine sehr schöne Nachbarschaft ist und halt die Stadt sehr gut zu erreichen ist und so weiter. Deswegen bin ich auf jeden Fall hier geblieben, also wirklich nur quasi ein paar Straßen weiter umgezogen. Ja, also ich werde auf jeden Fall erstmal in Hamburg bleiben. Also ich trenne hier jetzt erstmal die ganze alte Erde oder halt Moos ab. Uiuiui. Ich finde das bei Hoyas immer sehr schwer zu sehen, wo die Wurzeln sind. Also gerade wenn die in Moos stehen, muss man echt aufpassen, dass man da keine Wurzeln mit abreißt. Aber gut, ich glaube, ich lasse sie jetzt auch erstmal so. Also ich werde sie nicht ganz nackt machen vom Moos. Aber wie man sieht, ist doch schon einiges runtergekommen. Ja, tatsächlich lasse ich die auch im gleichen Töpfchen, weil so viel längere Wurzeln hat sie jetzt auch gar nicht. Also das reicht. Ich nehme jetzt also das Sphagnummoos. Eine andere Frage, die ich sehr oft bekommen habe, ist, mit wem ich denn jetzt zusammen wohne? ja, ich habe das ja nicht so ganz klar gesagt, aber genau, ich bin jetzt mit meinem Freund zusammengezogen. Ja, irgendwie war der Zeitpunkt jetzt einfach richtig und tatsächlich muss ich auch sagen, wäre ich sowieso bald aus meiner alten Wohnung ausgezogen. Einfach, weil die zu klein wurde. Also ihr habt ja gesehen, ich habe vorher in einer sehr, sehr kleinen Wohnung gelebt. Also es waren zwei Zimmer, aber halt Dachschrägen, fünfter Stock. Und Wohnfläche war wirklich nur 30 Quadratmeter. Und es wurde auf die Dauer dann doch einfach ein bisschen zu klein. Also ich habe ja wirklich auch recht lange dort gelebt, aber der Zeitpunkt war jetzt einfach richtig und
ja, wir haben dann ja auch die wunderschöne Wohnung zusammen gefunden. Und ja, irgendwie war das alles einfach richtig so. Der Zeitpunkt war richtig und die Wohnung war richtig und ja. Ich weiß nicht, inwiefern ihr den Guten mal sehen werdet, aber es ist ja unvermeidlich, auch irgendwann zu sehen, dass ich halt nicht alleine mehr in meiner Wohnung lebe. Spätestens in der nächsten Roomtour werdet ihr dann ja ein paar Sachen sehen. Aber ja, tatsächlich kam das alles so. Und es war, wie gesagt, auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt in jeder Hinsicht. So, wir haben jetzt die Gute neu eingetauft. Ja, ich habe das Ganze so ein bisschen festgedrückt. Und ich würde sagen, das sieht auch gut aus. Im Nachhinein werde ich ja alle Pflanzen einmal gießen, beziehungsweise abduschen und nochmal das Substrat bewässern. Das alte Sphagnummoos haue ich jetzt also weg. Geil. Also ich muss auch sagen, ich bin so glücklich, dass ich endlich Platz habe. Also wie gesagt, meine Wohnung vorher war so klein. Also wenn ich umgetopft habe, ich musste richtig Möbel verschieben. Und hier, ich habe einfach einen riesen Esstisch, an dem ich mich hinsetzen kann. Und meine Planties haben Platz. Als nächstes haben wir meine gute Dragon Scale. Und ich weiß nicht warum, aber die hat sehr viel Erde verloren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die beim Umzug vielleicht irgendwie einmal umgekippt ist oder so. Und dass da richtig viel Erde rausgefallen ist. Also die braucht dringend, oh ja, okay, die ist auch so schon überfällig. So, der Topf wird dann, glaube ich, auch zu klein sein. Übrigens, ich schmeiß die Töpfe nie weg. Also ich wasche die dann aus und verwende die dann natürlich wieder. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen, da war meine Alocasia cyprina drin. Da siehst du, Alocasia zu Alocasia. Die nehme ich jetzt für die Pflanze. Und ja, dann nehmen wir natürlich normale Blumenerde. Und wir haben auch noch eine Frage zur neuen Wohnung. Und zwar, wie groß ist meine neue Wohnung? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber ich glaube 82 Quadratmeter. Also auf jeden Fall ein großer Unterschied zu vorher. Und halt 3 Zimmer, ne? Also das ist eben der Hauptpunkt. Ich habe ein Zimmer mehr und natürlich sehr viel mehr Platz. Wie gesagt, 32 Quadratmeter oder 82 ist ein großer Unterschied. Also mindestens schon mal doppelt so groß. Ja, was ziemlich cool ist. So, ich lockere die Wurzeln jetzt hier mal ein bisschen auf. Aber den Ballen lasse ich tatsächlich dran. Vor allem bei Alokasien. So. Reicht. Immer so, ne? Und rein mit dir. Ja, das sieht gut aus. So. Eine weitere Frage ist, wie bereitest du deine Pflanzen auf den Winter vor? Ja, ich glaube, wir haben alle Angst vor dem Winter. Also ich auf jeden Fall. Es ist jedes Jahr natürlich dasselbe, der Winter kommt. Ja, für Zimmerpflanzen bedeutet das natürlich Umstellung. Ja, was ich halt mache jedes Jahr, ist halt ganz klar, die Pflanzen vor dem Winter nochmal umzutopfen. Weil im Winter sollte man, wenn es geht, wirklich nur im allergrößten Notfall umtopfen. Weil das einfach natürlich für die Pflanze sehr viel Umstellung ist. Und der Winter sowieso schon hart ist. Und das meistens ein bisschen zu viel für die Pflanze ist. Und genau, also wenn ihr umtopfen wollt, müsst, dann macht das auf jeden Fall noch jetzt. Ich muss sagen, der Oktober ist irgendwie überraschend warm hier in Hamburg. Also ich glaube, wir hatten heute 18 Grad. Ich also denke, what's happening? Aber der Winter wird auf jeden Fall kommen. Das heißt, ja, ich topfe heute jetzt schon mal um. Ansonsten natürlich die Plant Lights rausholen.
Also ihr wisst ja, ich habe sehr viele von meinen Pflanzen in Greenhouse-Cabinets. Das heißt, da passiert nicht viel Umstellung. Aber halt alle Pflanzen, die so quasi im Freien stehen, werde ich gucken, wo ich meine Growlights anbringe. Und ja, Wärme halt, ne? Also ich sag mal so, Altbauwohnungen können recht kalt werden. Und ich muss echt sagen, dass ich darüber nachgedacht habe, wie ich das hier machen soll. Aber ich glaube, ich werde mir ein paar Heizmatten besorgen. Also es gibt ja richtig so Pflanzenheizmatten und ich denke, dass ich die an manchen Ecken, wo es ein bisschen kalt wird oder halt besonders bei speziellen Pflanzen, dass ich die da hinlegen werde. Ansonsten ist natürlich die Luftfeuchtigkeit sehr wichtig, gerade bei der ganzen Heizluft. Ja, ansonsten wie jedes Jahr einfach hoffen und beten. Ich glaube, ich habe letztes Jahr aber auch schon ein Video darüber gemacht, über die Winterpflege. Also könnt ihr da gerne nochmal vorbeigucken. Aber vielleicht mache ich nochmal eine geupdatete Version dieses Jahr, eben mit diesen Heizmatten und so. Sagt mir mal gerne, ob euch das interessieren würde. So, dann machen wir weiter. Und zwar, ich will euch das gar nicht zeigen. Und zwar haben wir das hier. Das ist eine Oleacanthosa Crinkle und ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, ich weiß, was da passiert ist. Und zwar steht die in meiner Greenhouse Cabinet und ich habe die auf so Haken stehen. Und was diese Pflanze gerne macht, ist, wenn sie zu trocken wird und leicht wird, fällt sie einfach von diesen Haken. Und deswegen ist das alles, was noch übrig ist von der Erde, weil so viel rausgefallen ist über die Monate. Ja. Meckert mich nicht an. Wir kümmern uns jetzt darum, okay? Genau. Also, ich packe die jetzt aber auch in Erde, nicht in Moos, weil die sich in Erde sehr gut gemacht hat. Deswegen lasse ich sie jetzt auch da drin. Packen wir die mal vorsichtig rollen. Wir gucken uns nochmal eine Frage an. Sehr spannend. Wie gehst du mit negativen Kommentaren um? Also, es ist ja so eine Sache. Wenn du auf YouTube Videos hochlädst, kommst du nicht drum herum, auch negative Kommentare zu bekommen. Das ist ganz klar. Was ich dazu sagen kann, ist, ich beneide diese Menschen. Ich wünschte, ich hätte so viel übrige Lebenszeit, dass ich auf YouTube gehen kann, mir ein Video angucken kann von jemandem, den ich sowieso nicht mag, was gar kein Problem ist. Also man kann nicht jeden mögen, gar kein Problem. Aber dann das Video zu gucken und zu warten, bis man was findet, was einem nicht passt, in die Kommentare zu gehen, einen Text zu formulieren und diesen abzuschicken. Ich wünschte, ich hätte so viel Zeit. Also wirklich. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Es juckt mich wirklich nicht. Also es ist, wie gesagt, also ich weiß nicht, wenn man damit irgendwie Aufmerksamkeit sucht oder so, dann ist man bei mir am falschen Platz. Mich juckt's nicht. So, unsere Oleacanthosa Crinkle ist jetzt auch fertig. Das sieht schon wieder viel besser aus. Also ich glaube, das war dringend notwendig. Dann machen wir mal weiter. Und zwar habt ihr in meinem plants.com Video gesehen, dass ich mir die Silberbusch gekauft habe. Und tatsächlich ist es schon Umtopfzeit. Und oh ja, das ist wirklich Zeit. Die bekommt jetzt ihren Moment. Oh, lockern wir das Ganze mal auf. Also zu diesem ganzen plants.com Video muss ich auch nochmal sagen, ich war da auch recht überrascht über manche Rückmeldungen. Ja, also zum Thema negative Kommentare und so. Wie gesagt, man muss mich nicht mögen. Das erwartet keiner. Ich mag auch nicht jeden Menschen. Aber wie gesagt, also dann
sollte man vielleicht einfach woanders hingehen und die Videos angucken von jemandem, den man mag. Ist das nicht ein guter Vorschlag? Also ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich wünschte, ich hätte so viel Zeit, sowas zu machen. Auch dann würde ich es nicht machen, aber trotzdem. So, nehmen wir ein bisschen Erde. Ja, aber zu dem Plants.com Video. Es werden in Zukunft definitiv noch mehr Online-Shop-Reviews kommen. Und ich hoffe, dass auch noch mehr Kooperationen kommen, in denen eben was Positives für euch entsteht. Also ich kooperiere ja auch nur mit Firmen, weil ich hoffe, dass das uns irgendwie zusammen weiterbringt. Also das hat für mich jetzt auch nichts irgendwie mit Geld zu tun, sondern mir macht es einfach Spaß, für euch Videos zu machen. Also mir macht es einfach Spaß, Videos zu machen. Und ich freue mich einfach, dass es Leute gibt, die sich das angucken, die sich das auch gerne angucken, nicht nur aus Hass. Und indem ich Videos produziere und Firmen nenne und so weiter, wird es so oder so zu Werbung kommen. Wenn ich aber dabei irgendwie einen Gutscheincode oder so rausholen kann, dann versuche ich das auf jeden Fall. Und wenn mich eine Firma unterstützen möchte in dem, was ich mache, dann nehme ich das natürlich auch gerne an. Natürlich nicht immer und auch nur unter gewissen Kriterien, aber ja, also so ist das einfach, ne? Aber wie gesagt, also Leute haben immer ihre eigene Meinung, das will und kann ich auch nicht ändern, aber wie gesagt, ich mache mein Ding und wenn man Bock darauf hat, dann kann man sich das angucken, wenn nicht, dann halt nicht, ne? Fertig! Die Pflanze auch. So, die gute ist auch umgetopft. Ja, das sieht auch gut aus. Was haben wir denn als nächstes? Erstmal muss die Erde weg. Als nächstes ist meine Anthurium Vichy oder Vichy dran. Und da ist genau dasselbe wie bei der Heuerkanosa Quinque Variegata. Und zwar denke ich, ist es hier einfach Zeit, das Moos auszutauschen. Und die braucht auch einen größeren Topf. Doch, doch, okay. Gut, dann kriegt die Kleine auch einen größeren Topf. Ich liebe fürs Greenhouse ja die durchsichtigen Töpfe. Also es sind ja eigentlich Orchideentöpfe. Die sind echt wunderbar, um halt die Wurzeln zu beobachten. Und ich finde gerade in Sphagnummoos finde ich das irgendwie cool, wenn man einen durchsichtigen Topf hat. Mache ich erstmal das alte Moos ab. Oh ja. Das geht super. Krass, ey. Ich finde Anthurien sind so faszinierend. Ich finde die so geil. So, dann nehmen wir uns ein neues Moos. Und eine neue Frage. Weißt du noch, welche Pflanzen du aussortiert hast? Welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt? Genau, falls ihr meinen Umzugsvlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich vor meinem Umzug ein paar Pflanzen aussortiert habe. Also halt verschenkt oder verkauft. Ja, also ich habe so einige Pflanzen verschenkt und verkauft. Also hauptsächlich verschenkt, halt über eBay Kleinanzeigen oder an Freunde oder so. Ich finde halt, auch gerade ein Umzug ist eben immer Zeit zum Aussortieren. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe halt geguckt, mit welchen Pflanzen komme ich gut zurecht. Welche sind bei mir gar nicht glücklich. Welche nehme ich jetzt wirklich mit rüber in die neue Wohnung. Welche haben da einen guten Platz. Für welche habe ich vielleicht nicht die richtigen Kriterien und so weiter. Also es waren sehr viele Faktoren, die da wichtig waren. Aber halt hauptsächlich einfach, komme ich mit der Pflanze klar oder nicht. Und es gab schon ein paar, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie ist die bei mir nicht glücklich. Vielleicht freut sich jemand darüber und kann mit der richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, dann gebe ich die lieber ab an jemanden, der sich besser darum kümmern kann. Also es ist ja ganz klar,
Ich kann mich mit allen Pflanzen wunderbar. Das habe ich ja schon oft gesagt, zum Beispiel mit Calatheas. Calatheas und ich sind Erzfeinde und deswegen habe ich keine Calathea. Und wenn ich mir jetzt eine Pflanze gekauft habe, zum Beispiel in den letzten Monaten, und ich sehe, irgendwie gebe ich ihr nicht das Richtige, ich habe recherchiert, aber trotzdem läuft es nicht gut, dann sage ich halt, hey komm, gib sie ab. Und die Pflanze ist glücklich bei jemand anderem. Ich überlege gerade, ob ich noch genau aufzählen kann, welche ich weggegeben habe. Auf jeden Fall die Alocasia sinuata. Ich weiß nicht, wir waren nicht gute Freunde. Und dann habe ich die für 10 Euro auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Was habe ich weggegeben? Ich habe eine Melanocrysum weggegeben. Ich habe ein paar Hoyas weggegeben. Und halt wirklich noch ein paar, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Da sieht man ja schon, wir waren nicht beste Freunde. Und dann, ja, musst du halt weg. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ein paar den Umzug wirklich nicht überlebt haben. Zum einen sind das meine großen Syngonium gewesen. Die Syngonium Albo Variegata und die Syngonium Mottled. Ich weiß tatsächlich nicht, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, aber ich vermute, dass sie einfach zu dunkel waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich hatte in meinem Umzugsvlog auch gezeigt, ich hatte die Pflanzen alle in Kisten gepackt und da standen die dann auch eine Woche oder fast anderthalb. Aber ich hatte tatsächlich noch so ein Plant Light darauf gedreht, aber ich glaube, die standen einfach zu dunkel. Ich hatte die Kartons natürlich offen, aber trotzdem. Die waren aber auch schon vorher am Struggeln, obwohl die so lange so glücklich waren. Also die beiden sind tatsächlich tot. Also was heißt tot? Ich habe sie halt komplett runtergeschnitten. Also bis aufs Nix quasi. Deswegen sind sie halt wahrscheinlich tot. Vielleicht kommen sie wieder, ich hoffe es. Die Stümmel stehen jetzt in meinem Greenhouse. In der Hoffnung, dass da noch was wiederkommt, aber ich weiß es halt nicht. Was ist noch gestorben? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, eine Mikans hat es nicht überlebt im Endeffekt. Aber ja, ansonsten habe ich halt wirklich so ein paar Problemkinder jetzt durch den Umzug, die gerade so ein bisschen Special Care brauchen. Wie das zu Ende gehen wird, werden wir später sehen. Aber wie gesagt, Umzug ist Stress. Wir kommen zur nächsten Pflanze und zwar ist das eigentlich meine Lieblingspflanze. Ich liebe sie über alles seit Day One und für immer. Und zwar ist das meine Anthurium Varroquenum, die ich bei Equagenera im Live Sale gekauft habe. Und da ist es jetzt, glaube ich, echt allerhöchste Eisenbahn zum Umtopfen. Ich hole sie mal raus. Oh. Ja, okay. Das war Zeit. Ich liebe diese Pflanze einfach. Also ich und meine Anthurien sowieso. Aber gerade die Varroquenum ist meiner Meinung nach einfach eine der schönsten Pflanzen, die es gibt. Was nehmen wir denn für einen Topf? Ich glaube, die Größe wäre ganz gut. Jo, ich nehme auch wieder meine Blumenerde und dann darfst du einziehen. Also ich muss sagen, ne, das ist jetzt das erste Mal, dass ich in der neuen Wohnung umtopfe und es ist einfach jetzt schon so viel entspannter, weil man einfach diesen Platz hat. Und es auch nicht so schlimm ist, wenn mal was daneben fällt. Also saugen muss man sowieso immer nach dem Umtopfen, habe ich das Gefühl. Also das ist auf jeden Fall bei mir so, weil es landet immer was daneben. Aber mit der Plane und so, das ist einfach geil so. Ich glaube, es wird auch langsam mal Zeit für eine größere Plane. Ich weiß nicht, warum ich mir damals eine kleine gekauft habe, aber vielleicht ist das mal eine Überlegung wert. Also gleich wird natürlich noch gegossen und dann kommt es zurück. So, wir haben jetzt noch drei Stück.
zum Umtopfen. Ich fange jetzt aber mal an mit meiner José Bono. Und die ist tatsächlich auch zum Umtopf bereit. Und vor allem braucht die ganz dringend einen Rangstab, weil die steht schon nicht mehr von alleine. Deswegen machen wir uns mal da an. Der sieht gut aus. Was haben wir denn noch für Fragen? Ich finde es sehr toll, dass du so offen damit umgehst, wie dir mal eine Pflanze stirbt. Aber kriegst du auch viele negative Nachrichten dafür? Erstmal danke, super cute. Ja. Also tatsächlich gibt es mal das ein oder andere meckerige Kommentar, dass mir so viele Pflanzen sterben und ich ja so viel falsch mache und so. Und Leute, ne? Man weiß nie, was bei jemandem gerade abgeht. Und was ich dazu sagen kann, ist, ja, ich gehe sehr offen damit um, dass mir meine Pflanze stirbt. Und ja, das hat vielleicht auch mal was damit zu tun, dass ich mich nicht gut genug kümmere. Das streite ich gar nicht ab. Das ist aber leider halt auch bei Pflanzen so. Pflanzen brauchen nun mal Pflege. Und ich tue immer mein Bestes. Also ich liebe meine Pflanzen sehr. Aber es ist halt so im Leben, es kommen auch mal Dinge dazwischen. Also ich muss sagen, gerade im letzten Jahr hatte ich zwischendurch Zeiten, wo ich mich nicht so viel um meine Pflanzen kümmern konnte, wie es vielleicht nötig war. Aber wie gesagt, bevor man irgendwie jemandem etwas sagt, sollte man erstmal einen Schritt zurücknehmen und überlegen, warum das vielleicht so ist. Wie gesagt, du weißt nie, was bei jemandem abgeht. Gesundheitlich, psychisch, familiär, whatever. Und ich meine, wie gesagt, ich teile alles ganz offen mit euch. Ich werde das auch nicht ändern, egal wie viele Leute mir sagen, ja, wenn du keine Zeit für deine Pflanzen hast oder wenn die dir alle sterben, dann lass es. So, ganz ehrlich, nee. Meine Pflanzen bringen mir so viel Freude. Wie gesagt, wenn wirklich mal eine stirbt, dann finde ich das sehr schade und es trifft mich auch. Aber man muss halt manchmal ganz ehrlich auch realistisch sein und sagen, hey, meine eigene Gesundheit ist vielleicht gerade mal wichtiger als die Gesundheit einer Pflanze, die vielleicht gerade irgendwas hat. Ist ein sehr schwieriges Thema, gerade in dieser ganzen Pflanzen-Influencer-Welt. Aber ich habe von Anfang an gesagt, Leute, ich bin kein Profi, ich habe keine Pflanzenausbildung oder sonst was. Es ist für mich ein Hobby, eine Leidenschaft. Und ich teile das halt auf YouTube, das habe ich mir so ausgesucht. Das möchte ich auch weitermachen. Was Leute darüber denken oder meinen oder sagen, ist mir dann aber auch ehrlich gesagt egal. So, José Bono. Ja, der ist wirklich sehr hart verwurzelt. Ich gucke gerade, ich glaube, der Topf könnte sogar ein bisschen klein sein. Deswegen nehme ich einen größeren. Ich glaube, der ist sogar besser hier, der Riesentopf. Ja, das sieht schon gut aus. Okay, nehmen wir mal den. Hauen wir erstmal hier voll. Wo packe ich denn den Rangstab hin? Dann gucken wir mal. Ich habe hier... Oh ne, der ist zu groß. Ist der gut? Ich glaube, du bist gut. Wir nehmen dich. So, dann... Da habe ich immer so Schiss, ne? Also ich mache ja immer so ein Loch für einen Rangstab, aber ich habe immer so Angst, da Wurzeln zu durchlöchern. Aber das sieht gut aus. So. Ich nehme jetzt gleich noch mein Tape. Moment. Ich benutze immer dieses Klettband. Das
kaufe ich auf Amazon, um jetzt die Pflanze zu befestigen am Rangstab. Guck mal. Ja, geil. Die kriegt sogar ein neues Blatt. Yay! Ja, das ist doch geil, oder? Ich freue mich. Ich liebe Umtopfen. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Den Rest, ich habe nämlich noch so ein paar, die müssen definitiv umgetopft werden. Den Rest mache ich aber gleich. Ich muss erstmal noch aus dem Keller Erde holen. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Dieser Umzug. Ich habe wirklich gesehen, wie viel ich eigentlich habe an Pflanzenzeug. Und ich habe mir jetzt im Keller wirklich einen Schrank gemacht, nur für Erde, Töpfe, Pflanzenkram, Rangstäbe, alles Mögliche, wo ich jetzt immer meinen Vorrat habe. Das heißt, ich laufe gleich nochmal runter. Ich werde jetzt erstmal alle gießen und abduschen. Und dann kommen die zurück an ihren Platz. Und ja, das war's erstmal. Ja, wenn eure Frage heute nicht dran kam, dann tut mir das ganz doll leid. Ich überlege tatsächlich, wenn ich das nächste Mal Franka besuche, mal so einen kleinen Live-Chat auf Instagram zu machen. Sagt mir mal gerne, ob ihr darauf Lust hättet. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mal Instagram ab. Da kriegt ihr immer Updates und Sneak Peeks zu den neuesten Videos. Ja, und wer weiß, vielleicht bald ein Live-Chat. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr Interesse hättet an nochmal einem geupdateten Winterpflege-Video. Dann würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!